vielen Theologiestudenten des Collegium Orientale in Eichstätt brachte die Glaubenstournee von Kirche in Not ihre Heimat ein Stück näher. Denn viele von ihnen stammen aus der Ukraine, also dem Land, das Kirche in Not zu einem zentralen Thema seines Begegnungstags in Eichstätt machte. Zu Gast waren daher auch zwei ukrainisch-katholische Bischöfe. Zusammen mit Bischof Gregor Maria Hanke, der dem Stiftungsrat des Hilfswerks angehört, feierten sie das 100. Geburtsjahr von Pater Werenfried van Straten. An Pater Werenfried sieht man, wenn man vom Glauben erfüllt ist, dass man als Einzelner stark wird. Er hat als Einzelner solch ein großes Werk ausgelöst und gegründet. Er hatte eine Vision, das war aber nicht seine persönliche Fantasie, sondern diese Vision war eben vom Glauben an die Gegenwart Gottes in der Not der Menschen getragen. Und das, glaube ich, hat ihn unerschrocken auf diese Notsituationen zugehen lassen, weil er doch überzeugt gewesen sein muss, dort Gott begegnen zu können. Das Leben und Wirken von Pater Werenfried war auch das Thema eines Podiumsgesprächs im Alten Stadttheater. Bischof Hanke würdigte den Prämonstratenserpater als einen großen Gottesmann. Dessen Briefe an die Wohltäter von Kirche in Not kennt Hanke schon seit seiner Kinderzeit. Geschichten aus dem Nähkästchen konnte Antonia Willemsen erzählen. Sie ist mit dem Speckpater verwandt und war viele Jahrzehnte seine engste Mitarbeiterin. Was hat sie an ihm am meisten geschätzt? Das Gottesvertrauen, das hat mir immer wieder imponiert, weil er Sachen gemacht hat, die man ohne Gottesvertrauen nicht machen kann. Dann hat mich auch imponiert sein Tatendrang. Also wenn er etwas wollte und meinte, das sei das Richtige, dann ist er durch die Wände gegangen. Und auch sein Humor. Also denn ohne ein bisschen Humor wäre die schwere Arbeit, die es doch schließlich war, hätte er nicht durchgehalten. Ein hartes Stück Arbeit war es zum Beispiel, katholischen Gemeinden im kommunistischen Ostblock zu helfen. In 8 sowjetischen Ländern unterstützte Pater Werenfried die verfolgte Kirche. Eine besondere Freundschaft verband ihn mit dem ukrainischen Kardinal Slipi. Diesen hielt der sowjetische Geheimdienst 18 Jahre lang gefangen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war Pater Werenfried der Wiederaufbau der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche ein großes Anliegen. Alle pastoralen Strukturen mussten neu errichtet werden. Weihbischof Bohdan Djurach aus Kiew berichtete, wie Kirche in Not geholfen hat. Am Anfang an haben wir Tausende von Gebetsbüchern von Neues Testament bekommen. Und das waren die ersten Lehrbücher für die ganze Kirche in der Ukraine gewesen. Dann wohl das größte Projekt war der Aufbau der Priesterseminar in Lemberg. Bis heute hilft Kirche in Not der wiederauferstandenen, aber armen griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. In nur wenigen Jahrzehnten entwickelte sie sich von einer verfolgten Untergrundkirche zu einer blühenden Glaubensgemeinschaft. Priestermangel ist für sie ein Fremdwort. Doch auch ihr macht die Säkularisierung der Gesellschaft zu schaffen. Stillstand und Resignation wäre für sie das Ende des Aufschwungs, meint Bischof Boris Hutschak. Wir müssen kreativ sein, wir müssen fröhlich sein. Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, traurig zu sein oder Angst zu haben. Wenn wir Zeugen der Freude sein können, im Frieden des Evangeliums, werden wir die Herausforderungen der Zukunft bestehen. Für Glaubensfreude kann Pater Werenfried ein Vorbild sein. Der Kirche in der Ukraine, in Deutschland und weltweit. Damit der Glaube lebt.